Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Friedensfragen mit Clemens Ronnefeld bei Transparenz TV. Das Thema Klimagerechtigkeit und Frieden hängen eng miteinander zusammen. Und in meiner heutigen Sendung möchte ich eingehen auf die internationale Automobilausstellung in München und die Proteste, die von einem breiten Bündnis angeführt wurden. Ich freue mich sehr, dass Christoph Bautz, einer der Hauptaktiven, heute mein Studiogast ist. Herzlich willkommen, Christoph. Ja, hallo. Christoph Bautz hat Biologie und Politikwissenschaft studiert. Er ist bekannt geworden durch den Mitaufbau von ATTAC. Und seit 2004 war er Mitbegründer und bis heute Geschäftsführer von Campact, der größten deutschen Internetplattform für Petitionen, für die Beteiligungsmöglichkeiten der Zivilgesellschaft, für mehr Gerechtigkeit, Frieden und auch die Ökologiebewahrung. Im Vorfeld des Irakkrieges 2002 haben wir intensiver miteinander zu tun gehabt. Wir beide waren Pressesprecher der Kampagne Resist, sich dem Irakkrieg widersetzen. Meine erste Frage an dich: Was hat dich bewogen, hauptberuflich nach deinem Studiumende in die soziale Bewegung zu gehen und nicht als Biologe oder Politikwissenschaftler zu arbeiten? Na, ich glaube, ich bin schon als Biologe, wo ich viel im Naturschutz gearbeitet habe, immer wieder damit konfrontiert worden, dass wir große Problematiken haben, die man nicht damit lösen kann, dass man, wie ich das vorher gemacht habe, zum Beispiel mit Streuobstwiesen schaut, dass wieder regional Dinge mehr vermarktet werden oder so, sondern dass man die politischen Rahmenbedingungen ran muss. Und ich glaube, das hat mich immer wieder dann auch angetrieben. Wir müssen die politischen Rahmenbedingungen verändern. Und dafür sind soziale Bewegungen, sind Protestbewegungen total wichtig. So, es braucht da mutige Leute in Parteipolitik, in den Parlamenten, aber es braucht eben genau auch von außen eine Zivilgesellschaft, eine Bürgergesellschaft, die sich einmischt. Und die großen Veränderungen immer wieder gesellschaftlich sind eigentlich von da gekommen. Und da mitzuwirken und zu schauen, auch gerade über die Mittel des Internets, Menschen zu motivieren, sich einzumischen, das hat mich eigentlich all die Jahre motiviert. Und zuletzt haben wir das eben jetzt am Wochenende bei der IAA gesehen, wo ganz viele Leute vielleicht das allererste Mal auf ihr Rad gestiegen sind und gesagt haben, ich möchte dafür streiten, dass wir eine andere Verkehrspolitik bekommen. Ich mache was, klinge mich da ein. Und also wo sozusagen immer auch online und offline Protest im realen und im virtuellen Raum miteinander in Verbindung kommt, sich gegenseitig befruchtet. Und man eigentlich auch sieht, wie sehr Protestbewegungen Themen nach oben bringen können. Wir würden heute hier nicht sitzen, wenn es nicht Fridays for Future gegeben hat, die genau das, die Klimathematik und die Verkehrsproblematik so nach vorne gebracht haben. Protestbewegungen machen Unterschied und damit zu wirken, ja, das macht mir Freude. Und da habe ich auch den Eindruck, dass ich einen Unterschied machen kann. Ein weiter Bogen von als 23-Jähriger 80 Hektar Streuobstwiesen zu einem Naturschutzzentrum zu machen, bis Hauptredner bei der Protestdemonstration gegen die internationale Automobilausstellung und für eine Mobilitätswende. Schauen wir uns die erste Folie an. Welcome to IAA Mobility. Ja, die Automobilausstellung hat ein Vorfeldecho gehabt, vor allem auch in der Süddeutschen, wo man gesehen hat, es ist nicht nur das Messezentrum, ganz viele Plätze. Hier sieht man, einige in der Stadt waren im öffentlichen Raum besetzt von dieser internationalen Automobilausstellung. Stop and go, man sieht bereits auch die Proteste Smash Car Lobby and Industry. Und vor allem auch die Leute von Sand in Getriebe haben im Vorfeld auf den Verkehrskollaps hingewiesen und darauf, dass wir auf der falschen Spur sind, wenn wir weiterhin auf diesen Individualverkehr setzen. Du hast wahrscheinlich auch im Vorfeld diese Berichterstattung mitbekommen. Wie hast du das Ganze gesehen in den Ankündigungen? Es wurde ja auch zum Teil sehr viel Angst gemacht vor Chaoten, vor Zerstörung. Wie kam es bei dir als einem der Hauptverantwortlichen die Gegenveranstaltung an?
Ja, das Ganze hat ja auch die Geschichte, dass das vor 2 Jahren in Frankfurt halt noch die IAA stattfand, damals als Messe, wo, glaube ich, ganz vielen auch in der Medienlandschaft immer mehr auffiel, da werden die großen SUVs, da werden die großen Luxuskarossen gepusht. Das ist irgendwie aus der Zeit gefallen, das passt nicht mehr. Damals musste der Vorsitzende des VDR zurücktreten. Damals hat es Riesenproteste gegeben in Frankfurt. Und der Oberbürgermeister von Frankfurt hat gesagt, die IAA ist hier nicht mehr willkommen. Und das hat Eindruck gemacht. Darauf ist die IAA geflohen sozusagen nach München. Und sie haben versucht, das Konzept total zu verändern. Sie haben versucht, sich nicht mehr irgendwo in der Messe zu verschanzen, sondern in die Stadt zu gehen. Und sie haben versucht, ja, alles ein bisschen grün anzustreichen und aber auch mehr Elektromobilität Raum zu geben. Und ich hätte gesagt, na, es ist jetzt so eine Mischung, nicht? Auf der einen Seite gibt es Fortschritte. Immerhin, dass Elektromobilität so einen großen Raum hatte bei der IAA, das können wir uns auch auf die Fahnen schreiben. Und auf der anderen Seite springen die Konsequenzen wesentlich zu kurz, denn wir brauchen nicht nur eine Antriebswende. Wir müssen nicht nur den Verbrennermotor durch einen Elektromotor ersetzen und dann ist alles gut, sondern wir brauchen eine Verkehrswende. Und ich glaube, das war ja genau auch die Zielrichtung dieser Proteste. Uns droht ein Verkehrskollaps, ganz egal, welcher Motor dort drin ist, und uns drohen auch das 1,5-Grad-Ziel zu verfehlen, wenn einfach so weitergemacht wird, wie die IAA es propagiert. Und ich glaube, das Konzept, jetzt woanders hinzugehen, alles ein bisschen anders aufzustellen und dann haben sie alle lieb, das ist nicht aufgegangen, der IAA, sondern die Proteste waren groß. Die Proteste waren wieder sehr stark rund um die IAA und auch wieder von einer großen Vielfalt geprägt, von zivilen Ungehorsam, das ist gerade eingeblendet auf der einen Seite, bis zu Massenproteste. Und das ist auch medial stark wahrgenommen worden. Schauen wir dann noch mal ein bisschen genauer drauf. Euer Plakat hieß Aussteigen, Mobilitätswende setzt jetzt. Und aufgerufen hatte ein breites Bündnis von Organisationen, die auch mit Ständen vertreten waren, wie der BUND, wie die Bund Jugend, dabei war auch Greenpeace. Ich habe ein paar Fotos noch gemacht im Vorfeld, kurz bevor die große Demonstration und die wichtigsten großen Gruppen eingetroffen sind. Regenwald, Attac und auch der Deutsche Fahrradclub ADFC. Breites Bündnis, du warst für Campact in der Organisation. Was waren und sind eure Hauptkritikpunkte, noch einmal auf den Punkt gebracht, in wenigen Punkten an dieser IAA Mobility, wie sie sich jetzt nennt? Ja, wir haben ganz klar gesagt, wir brauchen eine sehr grundlegende Verkehrswende. Wir müssen weg vom Verbrennermotor in einem wesentlich schnelleren Tempo als die Industrie und die Politik das wollen. Wir brauchen ganz konkrete Schritte jetzt. Das heißt auch, wir müssen ganz neu eigentlich Mobilität denken, viel stärker auf Bahn, Bus und Fahrrad ausgerichtet, aber digital miteinander vernetzt, moderne Konzepte, die her müssen. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Wir müssen dabei immer wieder unterstreichen, das ist eine Riesenchance. Das ist eine Riesenchance auf lebenswertere Städte, die nicht vollgepackt sind mit Autos, sondern wo Bäume und Bänke vielleicht das Straßenbild prägen, wo Kinder spielen können, wo FahrradfahrerInnen ohne Gefahr sich bewegen können. Und das Gleiche für die Dörfer, für den ländlichen Raum. Also auch dort zu schauen, dass Dörfer nicht entvölkert werden, sondern wieder besser angebunden werden und dass wir dort gute Kombinationen haben mit öffentlichen Verkehr und da, wo das Auto noch nötig ist, da muss es dann elektrisch sein. Also wir eine wirkliche Verkehrswende bekommen, die mehr Lebensqualität und ein besseres Leben bringt und zum Zweiten dafür sorgt, dass wir Klimagerechtigkeit bekommen, dass wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten können und wirklich eine Klimawende in den nächsten 15 Jahren hinlegen. Auf der Demonstration habe ich viele junge Leute gehört, die gesagt haben, es gibt kein Recht auf SUV, die 40% inzwischen ausmachen der Neuzulassungen, oder die gerufen haben, whose streets, our streets, wessen Straßen, unsere Straßen, die sich diesen Raum auch wieder zurückerobern wollen von den Fahrzeugen, die allzu oft nur Stehzeuge sind.
Und welche Dramatik inzwischen dieser Automobil-Individualverkehr nach sich zieht, das sehen wir hier von 1978 bis 2020. Hat der weltweite Autobestand von 275 Millionen auf 1,2 Milliarden zugenommen. Vor allem auch damit ausgelöst, dass auch China nachgezogen hat, wo noch bei weitem der Bestand nicht das Ausmaß erreicht wie in Deutschland. Wir haben 47 Millionen angemeldete Pkw bei knapp oder bei rund 80 Millionen Deutschen. In China sind es 146 Millionen bei einem Volk von über einer Milliarde, deutlich über einer Milliarde. Und auch inzwischen ist das einer der größten Märkte geworden. Du hast es bereits angesprochen, die CO2-Emissionen. Und ich habe jetzt bewusst mal die Vor-Corona-Zeit genommen. Dort ging im Bereich Energie, Industrie, Wohngebäude, Land-Forstwirtschaft seit 1990 bis 2015/16 die CO2-Emissionen kontinuierlich zurück, während sie im Verkehrssektor nicht nur stabil geblieben ist, sie ist auch noch gestiegen, wo wir inzwischen bei rund 125% liegen als Referenzwert immer das Jahr 1990. Und wenn ich mir auch diese, das sind offizielle Zahlen der Europäischen Union, das anschaue, die Aufschlüsselung der Emissionen nach Verkehrsträgern, der Straßenverkehr, davon die Autos, also PKWs allein 60%, Straßenverkehr 72%. Das sind doch Horrorzahlen, wenn wir noch im Blick haben, dass Paris 1,5 Grad Ziel gesetzt hat. Ja, ich glaube, es gibt doch einen ganz großen Bedarf. Macht die Politik die Augen zu vor diesen Fakten? Die Europäische Union weiß doch darum, auch das Europäische Parlament weiß darum. Wie schätzt du diese Zahlen ein vor dem Hintergrund dessen, dass diese Mobilitätswende ja noch nicht vollzogen ist? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die Politik hat insgesamt verschlafen, sowohl was die EU anbelangt, als auch was natürlich die Politik hier in Deutschland anbelangt. Und die EU-Politik wird ja auch stark von den Mitgliedstaaten geprägt. Und da war es ganz besonders Deutschland, das immer wieder auf der Bremse stand und dort ganz besonders stark CDU-CSU-Minister, so, die dafür gesorgt haben, dass zum Beispiel eben nicht die CO2-Grenzwerte entsprechend angehoben werden im Dienste der deutschen Automobilindustrie, die einen enormen Lobby-Einfluss hatte auf die Politik und die genauso dafür gesorgt hat, dass auch hier in Deutschland sich nichts tat. Ja, also wir haben weiter einen CO2-Preis, der nicht lenkt, der viel zu niedrig ist. Und es war ja schon schwierig genug, ihn überhaupt eingeführt zu bekommen. Wir haben weiter als einziges Land in Europa kein Tempolimit. Wir haben weiter extrem starke Subventionen für den Individualverkehr. Wir haben weiter sehr starken Straßenbau und eben einen Bundesverkehrswegeplan, der total auf individuelle Mobilität ausgerichtet ist. Und das zeigt doch alles zusammen. In den letzten 16 Jahren waren CDU, CSU dafür verantwortlich. Immer und in 12 Jahren von diesen 16 Jahren auch die SPD. Und die haben gemeinsam nicht dafür gesorgt, dass eine Verkehrswende durchgesetzt wird. Sie haben gemeinsam immer wieder blockiert. Und das heißt letztlich auch, dass jetzt an den Wahlurnen die Bürgerinnen und Bürger darüber abstimmen müssen, ob diese Politik reichte oder nicht reichte. Und wir haben auch gerade in unserer Demonstration nochmal verdeutlichen wollen, das reicht nicht. Wir brauchen einen Politikwechsel, einen sehr grundlegenden, weil jetzt haben wir noch 15 Jahre. Wenn wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten wollen, zu dem sich Europa verpflichtet hat, zu dem sich Deutschland verpflichtet hat, wenn wir in den letzten Jahren so lange nichts getan haben, dann heißt das, dass wir jetzt innerhalb von 15 Jahren bis 2035 im Verkehrssektor auf null Emissionen kommen müssen. Und das ist natürlich eine enorme Herausforderung, das hinzubekommen. Und das genau ist die letzte Wahl, wo wir das überhaupt noch hinbekommen können. Weil wenn das erst in 4 Jahren passiert, dann ist es absolut nicht mehr realistisch. All das Gründe genug für euch zu sagen, autobahnfrei für die IAA-Demonstration. Es hat ja bereits vor dem 11.09.
ein Protestcamp gegeben. Kannst du uns zu diesem Camp etwas sagen? Es hat ja doch viele Auflagen nochmal auch gegeben seitens des Kreisverwaltungsreferates München, bis dann sozusagen wirklich die Menschen hier in ihren Zelten dieses Camp beziehen konnten. Wie war der Werdegang? Das war ja doch ein integraler Bestandteil auch der gesamten Proteste gegen die IAA Mobility. Ja, ich hatte schon den Eindruck, in Frankfurt war die IAA nicht willkommen, in München war der IAA Protest nicht willkommen. Es wurde an allen möglichen Stellen immer wieder versucht, den Protest auszubremsen. Das war sowohl beim Klimacamp so, die extrem damit kämpfen mussten, dass sie es überhaupt genehmigt bekommen haben. Das war dabei so, wenn wir versucht haben, über Autobahnen unsere Sternfahrt zu lenken. Und das Gleiche hat sich dann wieder gespiegelt, als die Proteste dann da waren, dass wir mit extrem starker Polizeirepression konfrontiert waren. Das heißt, es ist sowohl von der Stadt München als auch von der Landesregierung immer wieder versucht worden, die Proteste zu verunmöglichen oder erheblich einzuschränken und zu behindern. Und das bezog sich sowohl auf das aktionistische Spektrum, die hier so ein Camp machen oder auch Sand im Getriebe mit zivilen Ungehorsam, aber auch auf unsere Demonstration, wo es eben sehr, sehr lange überhaupt gar keine Genehmigung gab für alles, extrem, obwohl sehr, sehr früh beantragt. Und genauso auch es keine Bereitschaft gab, irgendwie auch diesen Protest symbolisch auf Autobahnen zu tragen, obwohl das ja genau der Ort ist, wo diese Auseinandersetzung auch stattfinden sollte. Also das zeigt, in München war der Protest nicht willkommen und es gab überall große Probleme. Aber am Ende, es hat viel Protest stattfinden können, auch wenn gerade was, wenn ich jetzt auf Sand im Getriebe schaue, vieles natürlich auch, was sie da eigentlich geplant hatten, dann nicht möglich war. Was waren die Themen? Autoverkehr drastisch verringern, um die Klimaziele zu erreichen und Mobilität für alle sichern. Wie soll das gehen? Ja, Foren am 9. und 10. im Feuerwerk, im Eine Welthaus. Thema war auch raus aus der Autofalle, Debatte, Konzepte, Alternativen, 100% konzernfrei. Wichtige Themen, die im Rahmen der Proteste durchgeführt wurden. Und symbolisch dieser Demonstrant, der ein Schild gemalt hat, Klima schützen ist kein Verbrechen. Es gab eine Kriminalisierung auch des Protestes, wie ich auch immer wieder den Nachrichten entnehmen konnte. Und trotzdem, ihr habt viel auf die Beine gestellt. Mir ist aufgefallen, ihr habt auch die jüngeren Leute angesprochen. Unter anderem ja, dieses Mädchen, Klimawandel ist schlimmer als Voldemort. Ich weiß nicht, ob du das Plakat gesehen hast auf der Demonstration. Du standst auf der Bühne. Was habt ihr für die Jüngsten, die ja am meisten betroffen sein werden, von den Folgen angeboten? Zweirad statt 2 Grad, weiter so geht nicht. Welche Angebote habt ihr gerade für die Jüngeren gemacht auf euren Protestmöglichkeiten? Ja, ich glaube, eine Fahrradsternfahrt ist ja genau etwas, wo gerade auch viele Jüngere sich gerne mit einklinken, wo auch Kinder mit ihren Eltern mitfahren. Und wir haben einfach gemerkt, ja, diese Fahrradsternfahrt, die war sehr, sehr attraktiv. Wir hatten 20.000 Leute, die sich daran beteiligt haben, weit mehr als an der Fußdemonstration. Das ist ein bisschen ähnlich wie in Frankfurt gewesen, da war das so ein ähnliches Verhältnis. Auf der Fußdemonstration 5.000, mit dem Fahrrad 20.000. Ich glaube auch, Sand im Getriebe war ja eher sehr stark von jüngeren Leuten geprägt gewesen. Die sagen, ich gehe vielleicht das erste Mal in meinem Leben einen Schritt weiter, macht symbolisch vorher angekündigt zivilen Ungehorsam und stelle mich der IAA entgegen. Und gerade für solche jungen Leute ist es natürlich krass, wenn sie so starke Polizeirepression erleben. Junge Leute, die aus den Zügen steigen und als erstes ihre Schuhe ausziehen sollen, als wären sie hier potenzielle AttentäterInnen. Also das oder auch Polizei, die immer wieder bei kleinsten Dingen, weil 2, 3 Leute auf den Baum geklettert sind mit Schlagstöcken und Reizgas in die Demo reingegangen sind. Ich glaube, das spiegelt schon wieder das, was auch verändert wurde, nämlich die Polizeigesetzgebung in Bayern.
das Polizeiaufgabengesetz, wo wir auch als Campact viel dagegen gestritten haben, was die Polizeirechte sehr ausgebaut hat und was gerade auch gegenüber jüngeren Leuten so eingesetzt wurde. Und das ist natürlich Gift, weil da ist doch gerade wichtig, eigentlich jungen Leuten erstmal zu gewinnen für eine Demokratie, zu gewinnen für unser parlamentarisches System. Und wenn die so mit Polizeigewalt konfrontiert werden, dann ist das genau das Falsche, was man jungen Leuten eigentlich mit auf ihren Weg geben sollte. Also auf der einen Seite war es, glaube ich, ein sehr ermächtigender Protest gewesen für viele junge Leute, die sich da in Fahrraddemos und so weiter eingebracht haben. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, auch schockierend, wenn man die Polizeigewalt gesehen hat. Aber ich hoffe, dass die meisten doch trotzdem daraus hervorgegangen sind, mit dem, ich mache da weiter, ich gehe mit auf die Straße. Und das nächste Mal, wo ganz viele junge Leute auf der Straße sein werden, ist der 24. September, wenn der große Klimastreik startet und wieder ganz viele junge Leute sich engagieren. Die Plakate waren kreativ, waren vielfältig. Fahrradfahren ist cool, natürlich auch doppeldeutig. Das Klima wird immer heißer. Du hast es bereits angesprochen, eine sehr große Gruppe waren die Leute von Sand im Getriebe, Luft zum Atmen für eine antikapitalistische Mobilitätswende. Wir haben jetzt gerade die letzten Tage wieder gehört, Automobilkonzerne wie BMW, VW, die Gewinnmargen im letzten Quartal von 16%, von 12% mit den Luxuskarossen, die Spritschlucker sind, gemacht haben. Und wo gerade die Leute von Sand im Getriebe sagen, Care Culture, also eine Kultur des Sorgens statt einer Autokultur. Ein großer zentraler Begriff auf dieser IAA Mobility war das Greenwashing. Kannst du diesen Begriff erläutern, auch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, worin das Greenwashing bestand, gerade bei dieser Veranstaltung? Na, ich glaube schon sehr stark bestand dieses Greenwashing daran, dass man jetzt halt überall Nachhaltigkeit draufgeschrieben hat, dass man die IAA umbenannt hat, nicht mehr eine Automesse, sie ist jetzt eine Mobilitätsmesse. Und dass man eben auch sehr viel Elektromotoren hingestellt hat, was ja auch irgendwo ein Erfolg ist, dass es jetzt Elektromobilität gibt. Aber insgesamt schon der Eindruck entstand, man hat an ein paar Stellen was verändert, aber die Grundrichtung bleibt. Das ist eine Lobbyveranstaltung des Verbands der deutschen Automobilindustrie, des VDA. Die wollen weiter eigentlich vor allem erstmal Profite machen mit Verbrennerautos. Spaß vorhin China an. Auch gerade dorthin werden weiter massivst Verbrennermotoren und Verbrennerautos exportiert. Die wollen möglichst lange mit den Modellen, die sie auf den Weg gebracht haben, noch Profit machen, egal wie das für das Klima ist. Die haben sehr lange auf der Bremse gestanden, was den Ausbau von Elektromobilität anbelangt. Jetzt können sie nicht mehr anders, jetzt schenken sie irgendwie um, weil sie Angst haben, international abgehängt zu werden. Aber die wollen natürlich auch vor allem, dass ihr altes Geschäftsmodell weiterführen. Das sind möglichst große Autos, möglichst PS-starke Autos, möglichst luxuriöse Autos und möglichst viele. Und da die Zukunft ist bei all dem nicht, sondern wir müssen weit weniger Autos haben. Das muss eher in den Bereichen, wo es nicht anders geht, dann wird es weiter Autos und auch Individualverkehr brauchen. Aber wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, wenn wir auch weniger Ressourcen verbrauchen wollen, dann müssen wir weg von dieser Autofixierung, dann müssen wir hin zu weit mehr Menschen, die sich mit Bus, Bahn und Fahrrad fortbewegen. Und das Auto, das muss einen anderen Stellenwert bekommen. Und das alles hat die IAA nicht verstanden. Und genau deswegen auch der Protest, weil damit das dort ankommt, aber vor allem nicht nur bei der IAA ankommt, sondern bei der Politik und bei den Wählerinnen und Wählern, weil am 26. September entscheiden die. Und das ist eben, glaube ich, auch der Grund gewesen, dass wir auf die Straße gegangen sind, eine Botschaft an die Konzerne zu senden, an den VDA, an die IAA, aber vor allem auch an die Wählerinnen und Wähler. Ändert das, weil am Ende zählen die politischen Rahmenbedingungen. Und nur so werden wir am Ende die Konzerne dazu zwingen, sich anders zu verhalten. Wenn wir nochmal in diese Demonstration hineinschauen, sehen wir Klimakrise made in Germany, IAA Mobility. Und hier auch ein Ausschnitt von hinten von diesem massivsten Polizeiaufgebot, was München, glaube ich, die letzten 20 Jahre gesehen hat. Mehr Polizei als auch bei den Protesten gegen die Sicherheitskonferenz, die jedes Jahr im Februar stattfinden.
Eine Frau hatte ein Schild gemalt, überall Polizei, nirgends Sicherheit. Etwas, was sie offenbar so empfunden hat. Vielfältig war das Angebot, Sternfahrt, Demo, auch eine eigene Kinderradl-Demo, die nur 5,5 Kilometer durch die Innenstadt ging. Also eure Angebotspalette wirklich vor der Selbstermächtigung vom Protest war sehr breit. Und ich wohne ja in Freising. Ich habe auch mit etlichen aus meiner Nachbarschaft gesprochen, die sich beteiligt haben von Freising, 35 Kilometer. Ich glaube, die weitesten waren aus Augsburg gekommen. Insgesamt 11 Züge. Du sagtest etwa 20.000 Menschen, die sich beteiligt haben. Wie war die Straßenführung und hat das zu einer Beeinträchtigung auch des Verkehrs auf den Straßen Münchens geführt, als diese Ströme aus 11 Sternzügen, die als Fahrradkorso dann alle auf der Theresienwiese endeten, als die dort ankamen? Wie waren da eure Rückmeldungen? Na, was wir als Rückmeldung schon bekommen haben, ist auch, dass da die Polizei eher relativ restriktiv war, dass häufig nur eine Spur überhaupt dem Fahrradverkehr geöffnet wurde. Aber auf der anderen Seite war es eben doch auch ein sehr starkes Symbol, dass wir damit ein Stück weit die Alternative beschrieben haben. Also wir protestieren nicht nur wogegen, wir protestieren nicht nur gegen die Autofixierung, sondern auch wofür. So, und ich glaube, das ist ja immer genau auch die Stärke von Protestbewegungen, wenn man beides gut formulieren kann und dieses, wofür wir protestieren, auch sehr lebendig werden lassen können. Und das haben wir, glaube ich, ein ganzes Stück dadurch geschafft. Auch wenn man die Fahrräder geschaut hat, da war eine große Vielfalt auf den Straßen, auch mit Lastenrädern, mit Kinderanhängern, mit Tandems und so weiter. Und auch ein Stück weit das geschaut, was das gezeigt, was im Radverkehr eigentlich an Potenzial steckt. Und wie toll es ist, wenn Straßen nicht mehr nur dem Auto gehören, sondern Straßen auch dem Radverkehr gehören. Und ich glaube, das ist dadurch ein Stück weit lebendig geworden. Und also ich glaube, ja, sich ein Stück weit öffentlichen Raum zurückzuerobern, das war sehr, sehr wichtig an diesem Tag. Aber es war schwierig. So, und wenn man gesehen hat, dass die IAA an vielen Orten über Wochen oder zumindest Tage sich breit machen konnte, dort sogar Hausrecht hatte, ja, wenn ich an den Odeonsplatz denke, am Stachus und so weiter, wo die IAA überall viel Platz eingenommen hat und jeder Quadratmeter, der für die Proteste dabei hart erkämpft werden musste, das ist eine totale Schräglage. Und das ist etwas, was eigentlich eine, ja, guten, funktionierenden Demokratie, wo Platz für das Versammlungsrecht sein muss, wo Platz fürs Demonstrationsrecht sein soll, nicht gut zu Gesicht steht. Das muss sich ändern, wenn die IAA in zwei Jahren wirklich wieder steigen sollte. Also wir haben uns jeden Quadratmeter für Camps, für Proteste, für Fahrrad auf der Straße wirklich erstreiten müssen. Und ja, das muss sich ändern. Apropos steigen lassen, ihr habt euer Auto auf dem Kopf wieder steigen lassen, Verkehrswende jetzt, Scheuer muss weg, Auto, Lärm und Feinstaubdreck, ein Fahrrad. Wie bunt dieser Protest war, das zeigen nochmal die nächsten Bilder. Dieses Auto ist von Campact und darunter Stop SUV. Ich sagte es bereits, ein Anteil von 40% an den Neuzulassungen plus. Das war der Beginn des großen Demonstrationszuges. Man sieht dich hier rechts auch in der ersten Reihe mit den Vertreterinnen und Vertretern der verschiedenen Organisationen, die dazu aufgerufen haben. Die Buntheit, hier Greenpeace raus aus Diesel und Benzin. Es gab wirklich den breiten politischen Willen, autofrei leben. Unter www.autofrei.de finden Sie weitere Informationen zu Hause an den Bildschirmen. City for people, not for cars. Besonders originell fand ich auch das nächste Plakat, Suffizienz statt Suff-Dekadenz. Also sich mit dem begnügen. Wir brauchen ja in Deutschland etwa das Herunterkommen von 11 Tonnen CO2 pro Jahr auf eine Tonne. Das wird nicht mit SUVs gehen.
Oder auch finde den Fehler, eine Ameise, die das Hundertfache ihres Gewichts tragen kann. Ein Auto, das Verhältnis 1 zu 20. Warum muss jemand mit 70 Kilo ein 2,5-Tonnen-Auto steigen? Ja, Verkehrswende statt Weltende, drastisch ausgedrückt. Aber ich glaube, du sagtest es bereits, die nächsten 10 bis 15 Jahre werden wahrscheinlich darüber entscheiden. Und deswegen zu Fuß, Rad, Bus, Bahn, Ende mit dem Autofahren. Gab es für dich Highlights bei den Demonstrationen, Dinge, die dir aufgefallen sind? Du bist ja doch die ganze Zeit mit dabei gewesen. Botschaften, die dir noch in Erinnerung geblieben sind? Na, ich würde sagen, ein Highlight waren ganz klar die Proteste für mich schon von Sand im Getriebe, die, wo ich immer wieder genauso wie auch bei Ende Gelände den Eindruck habe, ah, das sind Leute, die gehen einen Schritt weiter, die sind mutig, aber die kündigen das auch vorher an, die machen das symbolisch, die bleiben ganz klar gewaltfrei, im gewaltfreien Rahmen und darauf kann man sich auch verlassen. So. Und ich glaube, diese Proteste ist für mich schon immer das, wo ich, ja, das muss wohl begründet sein, ziviler Ungehorsam in einer repräsentativen, einer parlamentarischen Demokratie. Das kann man nicht einfach mal so machen, aber die Klimakrise hat sich so zugespitzt, dass genau auch so ein symbolisches Überschreiten von Gesetzen an so einer Stelle legitim ist. Und wenn das junge Leute machen und das auch noch angesichts solcher Polizeigewalt sich trauen, dann habe ich da erstmal sehr viel Respekt vor. Und dann finde ich das auch echt ein eindrucksvolles Zeichen. Und ich glaube, natürlich, die beschreiben vielleicht ein bisschen radikaleres Ziel als so mancher Umweltverband. Und ich glaube, genau diese Vielfalt, die braucht es, die macht uns aus, die halten wir aus. Und in dieser Vielfalt werden funktionieren Bewegungen immer wieder nur. Es muss die geben, die sehr, sehr grundsätzlich argumentieren und die sagen, wir müssen eigentlich ganz raus aus Autos. Es muss andere geben, die sagen, nee, das Auto hat schon noch einen weiteren Stellenwert. Aber dadurch werden Diskursräume geöffnet, dadurch wird nochmal eine breitere Debatte ermöglicht. Und deswegen fand ich diese Vielfalt von Protest, die von, sagen wir mal, eher bürgerlichen Akteuren bis zu zivilen Ungehorsamskampagnen des aktionistischen Spektrums gehen, total wertvoll. Und zum Zweiten glaube ich auch, dass, wenn ich so rumgeschaut habe, ganz viele Leute dort waren, die irgendwo vor Ort aktiv sind. Also Leute, die eine Critical Mass organisieren und Fahrradfahrer in jede Woche auf die Straße bringen. Leute, die sich für Volksentscheide vor Ort einsetzen. Leute, die vor Gericht gehen und ihren Pop-up-Radweg versuchen zu verteidigen oder die mehr Klimaschutz einklagen. Leute, die sich für bessere Taktdichte, bessere Ausstattung des ÖPNVs einsetzen in Bürgerinitiativen. Also diese ganze Vielfalt, die dort versammelt waren an Leuten, die auch aktiv werden und jeden Tag für die Verkehrswende im Kleinen streiten. Ich glaube, das ist auch was Zweites, was mich immer wieder sehr motiviert, diese Leute zu sehen, mit Leuten mich da zu unterhalten, wo Verkehrswende von unten lebendig bleibt, weil es braucht auch beides. Es muss von unten dafür gestritten werden und Alternativen auch gezeigt werden. So kann es gehen. Und dann müssen auf der anderen Seite auf der großen politischen Bühne in Brüssel, in Straßburg, aber eben auch in Berlin die Rahmenbedingungen verändert werden. Und das befruchtet sich gegenseitig. Und das fand ich schön, auch dort zu sehen, dass diese vielen kleinen Initiativen immer wieder auch viel Sichtbarkeit hatten. Ich denke, wer diese Aktionen zivilen Ungehorsams, wer die diskreditiert, den möchte ich erinnern, dass vor etwas mehr als 100 Jahren noch Menschen, die in Deutschland gestreikt haben, dafür ins Gefängnis gegangen sind. Es brauchte die Übertretung des Gesetzes, bevor wir heute ein Streikrecht haben. Wenn Rosa Parks im Bus nicht aufgestanden oder wenn sie nicht sitzen geblieben wäre, als es bei der Rassendiskriminierung darum ging, dass die Weißen vorne sitzen durften im USA der 60er Jahre und die Schwarzen hinten, wenn es nicht diese bewussten Regelübertretungen, Gesetzesüberschreitungen gegeben hätte, so wie auch heute es braucht. Lebendige Demokratien brauchen auch den zivilen Ungehorsam, um Dinge zum konstruktiv Positiveren zu bewegen. Und in dieser gleichen Tradition sehe ich auch zum Beispiel Sand im Getriebe, die bewusst sagen, die Klimakrise ist schon da, wir brauchen keine IAA und Platz den Autos brauchen, können wir sinnvoller nutzen. Auch das eine Botschaft. Du hast es bereits angedeutet,
eine unglaublich große Vielfalt von Beteiligungen hier. Ich radle für saubere Luft. Und was ich bemerkenswert fand persönlich, das war dieses Transparent von Amnesty, keine Elektromobilität auf Kosten der Menschenrechte. Das war für mich auch der Versuch, auch dieses Thema, auch der kritischen Schattenseiten, Lithiumabbau in Chile und anderswo, auf diese Agenda der Proteste zu bringen. Wie siehst du dieses Thema? Elektromobilität kann nicht die Lösung ja für alle sein. Auch das wurde ja thematisiert bei den Protesten. Ja, ich glaube auch, das ist total wichtig, jetzt diese Debatte zu führen. Wie sieht der Verbrennungsmotor der Zukunft aus? Es ist ganz klar, wir brauchen nicht die Technologieoffenheit, die FDP und gerne auch die Union sagt, im Verkehrsbereich, sondern wenn ich vergleiche synthetische Kraftstoffe, Wasserstoff oder Elektromobilität, dann ist ganz klar die Entscheidung für Elektromobilität. Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe, die werden wir für den Flugverkehr brauchen. Die werden wir für die Grundstoffindustrie brauchen an bestimmten Stellen. Aber sie sind so ein bisschen der Champagner der Energiewende, weil sie einfach sehr viel mehr Energieinput nochmal brauchen als Elektromobilität, als Batterien. Aber auch Elektromobilität braucht viel an Ressourcen. Und deswegen müssen wir eben dafür sorgen, dass weil nicht jetzt einfach eins zu eins in jedes Auto ein neuer Motor kommt und dann fahren die einfach weiter rum oder es werden immer mehr, sondern wir müssen dazu übergehen, dass es weniger Autos auf den Straßen gibt, dass es mehr Carsharing-Modelle gibt, also weniger Standzeiten für Autos, Leute sich das eher teilen, dass gerade in der Stadt das Auto eher was ist, was ich mal an bestimmten Momenten benutze, wenn ich irgendwas transportieren will oder so als Carsharing-Modell, aber wo ich nicht mehr eins selber habe oder auf dem Land, nur wenn es wirklich nicht anders geht. Das heißt, wir brauchen insgesamt weniger Automobilität. Wir müssen eben schauen, dass wir die Autos, die wir haben, dann auf Elektro umstellen. Wir müssen gucken, dass das mit möglichst wenig Ressourcen passiert. Dafür müssen die Autos auch kleiner sein. So. Und wir müssen schauen, dass es gute Recyclingkonzepte gibt. Das ist zurzeit gerade bei den Batterien noch nicht ausreichend der Fall. Aber da ist der Fortschritt groß. Wir haben gesehen im erneuerbaren Energienbereich, wie schnell Fortschritt auch passiert. Und ich hoffe, dass das so wie Solarzellen und Windkraft effizienter werden, dass das Gleiche jetzt auch mit Batterien passieren, dass sie effizienter werden, dass sie recycelt werden können, dass neue Verfahren entstehen. Also wir brauchen Elektromobilität, aber wir brauchen weit weniger davon, als bisher an Individualverkehr stattfindet. Und dann kann die Elektromobilität punktuell eine Ergänzung sein zu dem, was wir vor allem brauchen. Das ist Bus, Bahn und Fahrrad. Und wenn es denn Individualverkehr sein soll und dann noch überdacht, dann etwa so. Es gab eine eigene Gruppe von Radlern. Das sind Fahrräder, die voll überdacht sind. Ich habe neulich mit einer Frau gesprochen, die täglich ihre 30 Kilometer zur Arbeit damit fährt, die aufgrund des geringen Luftwiderstandswertes erstaunliche Geschwindigkeiten erreichen können. Und auf einem dieser Fahrzeuge habe ich gesehen, 2,5 Tonnen Gewicht, Doppelauspuff, E-Kennzeichen. Wie krank ist das denn? Eine Frage, die man nur dick unterstreichen kann. Ein Plakat, was ich vielleicht nicht allen erschlossen hat, war dieses hier für die Kopenhagenisierung des Autolandes. Vielleicht kannst du unseren Zuschauerinnen und Zuschauern erklären, was wohl dieser Demonstrant, der das Schild getragen hat, damit meint. Nein, ich denke, es geht darum, genauso wie in den Niederlanden, dass es dort moderne Verkehrskonzepte gibt, dass das Auto nicht mehr einfach in die Innenstadt rein darf, dass das Fahrrad weit mehr Stellenwert bekommt und moderne Verkehrskonzepte übernommen werden. Und es gibt so viele Beispiele aus dem Ausland. Wir sehen Paris, die Champs-Élysées oder das Seineufer gerade umgestalten. Wir sehen London, die geschaut haben, mit einer Automaut viele Pkw draußen zu halten. Wir sehen den Niederlanden, wir sehen in Kopenhagen und so weiter, überall gute Konzepte, wie Mobilität heute modern aussieht und wie Lebensqualität entsteht. Und das wäre doch wunderschön, wenn das in München passiert, wenn das in Frankfurt oder Berlin passiert, dass wir wirklich
eine andere Aufteilung des öffentlichen Raums bekommen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man einfach sein Auto parken kann und das ist auch noch kostenlos. Dann könnte ja jeder auch irgendwie seinen Schrank draußen noch hinstellen dazu, was verboten ist. Nur das Auto darf draußen parken und das kostenlos und jeder darf es machen. So muss öffentlicher Raum anders eingesetzt werden, nicht aufs Auto optimiert, sondern auf Lebensqualität optimiert. Und ich glaube, das ist genau auch das, was viele gefordert haben mit diesen Protesten. Also eine andere Form des Zusammenlebens, eine lebenswertere Form des Zusammenlebens, das geht einher mit einer Verkehrswende und das geht einher mit Klimaschutz. Also Klimaschutz nicht immer von als Belastung anzusehen, sondern wie Klimaschutz als Chance. Und dafür braucht es einen guten Politikmix, der sowohl aus Ordnungspolitik und Verboten, die ja immer so gerne diskreditiert werden, besteht, der aus Subventionsabbau besteht, der aus Anreizen besteht, wie im CO2-Preis, und der daraus besteht, dass man Dinge fördert und genau so auch Städte umbaut, damit sie zukunftsfähig werden. Umbau, Städteförderung, Gänzlingen bei Freiburg, hat der Stadtrat beschlossen, wer sein Auto stilllegt, nicht mehr weiter betreibt, wenn es denn am Ende ist und mindestens 3 Jahre kein neues sich zulegt, bekommt mehrere hundert Euro Zuschuss für eine Netzkarte im gesamten Verbund Freiburg. Ich komme aus Freising, es gibt viele Städte, die haben inzwischen kleine Depots, wo Lastenfahrräder deponiert sind, die gegen eine geringe Gebühr ausgeliehen werden können, um im Supermarkt, im Baumarkt auch Großeinkäufe machen zu können. Modelle ohne Ende, die man jetzt schon fördern könnte und die Ausgaben dafür, die Subventionen mit kleinen Beiträgen wären sicherlich sinnvoller, als weiterhin auch die Elektromobilität in dem Art, also die Automobilindustrie weiterhin so zu fördern, wie man das im Moment macht. Deswegen Mobilitätswende jetzt. Was waren bei deiner Rede die Hauptpunkte, die du noch mal am Ende dieser Veranstaltung auf der Bühne zusammengefasst hast? Diese Wahl ist eine Jahrhundertwahl. Diese Wahl entscheidet, ob wir noch das 1,5-Grad-Ziel einhalten können. Und der Sektor, mit dem alles steht und fällt, ist der Verkehrssektor. So. Und deswegen, wir brauchen eine Bundestagswahl, die zu einer Klimawahl wird. Wir brauchen keine Fortsetzung der GroKo mit einem Herrn Scholz, der immer wieder zumindest beim Klima bremst, und einem Herrn Laschet, der immer wieder beim Klima blockiert. Sondern wir brauchen wirklich andere Mehrheiten, eine neue Regierung, die da wirklich eine große sozial-ökologische Transformation entstehen lässt. Und die Wählerinnen und Wähler entscheiden darüber. So, und das ist einfach total wichtig, dass wir jetzt auch die nächsten 2 Wochen noch bis zur Wahl genau mit solchen Botschaften prägen, dass wir sagen, Leute, das ist eine so entscheidende Wahl. Nehmt Klimaschutz, nehmt so eine sozial-ökologische oder macht so eine sozial-ökologische Transformation zur obersten Priorität bei eurer Wahlentscheidung und überlegt euch dann ganz genau, welche Partei dem entspricht. Es ist klar, keine Partei hat ein Programm vorgelegt, was wirklich dem 1,5-Grad-Ziel entspricht. Aber wir müssen zumindest Parteien wählen, die eine Chance haben, in den Bundestag zu kommen und die möglichst weit daran kommen. Und dann müssen wir sie weiter treiben. Das wird auch, wenn die Grünen an der Regierung sind oder wenn es sogar Rot-Rot-Grün gäbe und relativ viel gemacht wird Richtung Klimaschutz, Bewegung wird es weiter brauchen. Es wird massive Widerstände dagegen geben, der Automobilindustrie. Auch das, was zurzeit SPD, Linke und Grüne in ihrem Programm haben, reicht noch nicht aus. Und da braucht es Bewegung, die treibt. Da braucht es Bewegung, die an Stellen auch verteidigt. Das heißt, auch wenn wir es wirklich schaffen, die Wahl zur Klimawahl zu machen, wesentlich progressivere, klimaprogressivere Regierungen hinzubekommen, dann werden wir trotzdem weiter auf die Straße gehen müssen, um eine Verkehrswende durchzusetzen. Das ist noch, da werden wir uns die nächsten 15 Jahre ordentlich mit rumschlagen. Und ich hoffe, dass wir irgendwann sagen können, wir haben es geschafft. Und wir sind auch international zum Vorbild geworden. Wir sind zum Vorbild geworden für viele andere Länder, so wie uns das damals bei der Energiewende gelungen ist, damit viele danach ziehen, so wie wir jetzt vielleicht aus Paris, London oder Kopenhagen lernen, sodass dann auch wieder andere Länder von uns lernen. Die Zeit ist super knapp, die Klimakrise noch zu verhindern.
Aber die Hoffnung ist, wenn wir jetzt die Regierung treiben, dass da auch weltweit ein Push entsteht und dann wirklich Veränderung kommt. Und zum Ende vielleicht noch den globalen Blick. Wenn wir weiterhin auf Kosten anderer leben, mit dieser imperialen Lebensweise verhindern wir ein gutes Leben für alle. Die Zeit drängt, in der Fachzeitschrift Neue Energie, Stopp Klimawandel, der Bus fährt weiter. Keine Panik, bis wir aufschlagen, haben wir jede Menge Zeit, eine andere Lösung zu finden. Die Zeit wird knapp. Ziel bleibt, und das hat auch jetzt München wieder gezeigt, haben eure Proteste gezeigt, es geht darum, das Klima zu retten, CO2 zu stoppen. Eine andere Welt ist möglich, das war immer wieder auch der positive Slogan auf der Demonstration. Another world is possible, we are unstoppable. Eine andere Welt ist möglich, wir lassen uns nicht stoppen. Ich danke dir für dein Jahre und jahrzehntelanges Engagement inzwischen schon. Auch gerade Campact ist eines der Hoffnungszeichen für mich. Ihr macht es möglich, dass Hunderttausende sich immer wieder beteiligen können an sinnvollem sozialen Protest, um mehr Frieden, mehr Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung voranzutreiben. Herzlichen Dank dir, Christoph, für dieses Interview. Und sehr gerne. Weiterhin Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch heute wieder ein Danke fürs Dabeisein und die Einladung, machen Sie mit bei Aktionen von Campact. Gehen Sie auf die Homepage, beteiligen Sie sich an Aktionen für mehr Klimagerechtigkeit, was auch ein großer Beitrag zum Weltfrieden ist.